Last week, Sister Ariel ministered to us, and she really blessed us. How many of us were blessed last week? Letzte Woche haben wir ein Wort gehört von Sister Ariel, und wir waren sehr gesegnet. I was blessed listening to her, and I was impressed in my heart to ask her one more time to minister to us. So let's just appreciate her, dear Sister Ariel, as she's going to minister to us once again. So let's appreciate her. Ja, lass uns für sie beten. Father Jesus, Vater in Jesu Namen, we thank you for your word. Ich danke dir für dein Wort, that we are going to receive now, dass wir jetzt empfangen werden. And Father, we thank you for your vessel. Und Vater, wir danken dir für dein Gefäß, that we are going to speak through today. Dass du benutzt wirst, um durch sie zu sprechen. We pray that you anoint. Und wir beten, dass du sie salbst. We pray that you empower. Und dass du ihr Kraft schenkst. Lord, we pray that you bless and anoint our vocal cords. Und segne sie und ihre Stimmbänder. As she speaks your word, wenn sie dein Wort spricht, let it come forth with power and authority. Lass ihr Wort mit Kraft und mit Autorität kommen. And Father, in Jesus' name, und Vater, in Jesu Namen, I pray for each and every person, bete ich für jede Person hier, who's going to hear your voice today, die dein Wort hören wird. I pray that their hearts are open. Und ich bete, dass ihr Herz offen ist. I pray that the ears of their understanding is open. Und ich bete, dass ihr ihre Ohren vom Verstand offen, dass sie dein Wort empfangen, dass sie es mit Glauben vermischen. Und ich bete, dass dein Wort einen Platz in ihrem Herzen findet. Und wir danken dir dafür, Herr. In Jesu Namen. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Herrn. So, I praise God for giving me another opportunity to share His word. Ich danke Gott für die Möglichkeit, noch einmal das Wort von ihm zu teilen. Yeah, when Pastor asked me again to preach, actually I don't know what to preach because I felt I've said everything. Und als Pastor mich darum bat, noch einmal zu predigen, wusste ich nicht, was ich sagen soll, weil ich dachte, ich habe letztes Mal schon alles gesagt. Yeah, but I told God I will never turn down every opportunity to speak for Him. Und weil ich habe Gott gesagt, ich werde keine Gelegenheit auslassen, um für ihn zu sprechen. Yeah, so who were here last Sunday? Wer war hier letzten Sonntag? So, yeah, last Sunday, for those who were not here, we have discussed the keys to activate acceleration in your life. Und für diejenigen, die nicht da waren, wir haben die vier Punkte uns angeschaut, die wir brauchen, um Beschleunigung zu aktivieren. Yeah. For those who were here, can you please help me share to the others the four points that I have discussed. Ich bitte diejenigen, die hier waren, mit mir den anderen zu sagen, was wir für Punkte behandelt haben. So, what's the first point? Der erste Punkt ist, lass dein Gewicht fallen. Thank you, Pastor. Drop your baggage. That's the first point. The second point. Second point is pass your test. Der zweite Punkt ist, bestehe den Test. Third point. Run your race. Run your race. Lauf deinen Lauf. And the fourth point. Yes. Fix your eyes. Der vierte Punkt ist, fixiere deine Augen. Yes, so those are the four points, and we have defined acceleration as the supernatural ability of God to bring to pass His promises quickly. Und wir haben die Beschleunigung so definiert, dass es die übernatürliche Kraft Gottes ist, die Dinge schnell zu machen. So last week I have taught you a little physics. Und letzte Woche habe ich euch ein bisschen Physik beigebracht. Yeah, please bear with me because I will share another one. Und bitte geht nett mit mir um, denn ich werde euch noch was erzählen. So in physics, acceleration means the rate of change of velocity with respect to time. Und in der Physik bedeutet Beschleunigung, dass es eine Veränderung der Geschwindigkeit gibt in Relation zur Zeit. Velocity means change in speed and direction. Velocity heißt also die Änderung der Geschwindigkeit und der Richtung. So acceleration means change of speed and direction with respect to time. Also Beschleunigung bedeutet diese Veränderung von der Geschwindigkeit und von der Richtung im Vergleich zu der Zeit. So there is an important element in to acceleration, and that is time. Und da gibt es also einen bestimmten wichtigen Punkt in der Beschleunigung, das ist die Zeit. And we know that God has His own
dass Gott seine eigene Zeit hat. Today I want to share with you the life of King David and how God accelerated his life. Und heute möchte ich euch das Leben von König David näher bringen. But even though God accelerated his life, it did not happen as he expected it to be. Und Gott hat sein Leben so beschleunigt, aber es ist trotzdem nicht so gekommen, wie er es dachte. So let us read in 1 Samuel chapter 16, verse 10 to 13. Lass uns lesen in 1 Samuel 16, verse 10 to 13. So it says here, Jesse had seven of his sons pass before Samuel, but Samuel said to him, "The Lord has not chosen these." So he asked Jesse, "Are these all the sons you have?" "There is still the youngest," Jesse answered, "but he is tending the sheep." Samuel said, "Send for him. We will not sit down until he arrives." So he sent and had him brought in. He was ruddy, with a fine appearance and handsome features. Then the Lord said, "Rise and anoint him. He is the one." So Samuel took the horn of oil and anointed him in the presence of his brothers. And from that day on, the Spirit of the Lord came upon David in power. Samuel then went to Ramah. So ließ Isai seine sieben Söhne an Samuel vorübergehen. Aber Samuel sprach zu Isai, der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Und Samuel sprach zu Isai, sind das die Knaben alle? Er aber sprach, es ist noch übrig der Jüngste, siehe, er hütet die Schafe. Da sprach Samuel zu Isai, sende hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht niedersetzen, bis er hierher kommt. Da sandte er hin und ließ ihn holen. Und er war bräunlich, mit schönen Augen und von guter Gestalt. Und der Herr sprach, auf, salbe ihn, denn er, der ist es. Da nahm Samuel sein Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tag an und weiterhin. Samuel aber machte sich auf und ging nach Ramah. Yeah. So, in this time, Samuel was looking for the next king. Also in dieser Zeit war Samuel auf der Suche nach dem nächsten König. And, yeah, God told him to go to Jesse because one of his sons would be the next king. Und Gott hatte Samuel gesagt, zu Isai zu gehen, denn einer seiner Söhne sollte der nächste König sein. And David, who was the youngest of all of the sons, he was a shepherd, and he was the one chosen to be anointed as king. Und David, der jüngste von den ganzen Söhnen, war ein Schafshirte und er war auserwählt. So, according to some Bible scholars, David was like 10 to 15 years old at this time. Und nach dem Stand der biblischen Wissenschaft war David ungefähr 15 Jahre alt. And he only became king, actual king, after 20 years. Und er wurde aber König erst nach 20 Jahren. So he needs to wait 15 years to be the king of Judah. Und er hat dann 15 Jahre gewartet, bis er der König von Juda wurde. And additional 7 years to be the king of the whole Israel. Und weitere 7 Jahre, um der König von ganz Israel zu sein. In 2 Samuel 5:4 it says David became king at 30 years old. Und in 2 Samuel steht, dass David König wurde, als er 30 Jahre alt war. So God accelerated David from being a shepherd to a king. Also Gott hat David beschleunigt von einem Hirten zu einem König. But he needs to wait 20 years for him to be actually the king of Israel. Aber er musste 20 Jahre warten, bis er wirklich der König wurde. So there is a waiting time in acceleration. Also auch in der Beschleunigung gibt es eine Zeit des Wartens. So if you compare acceleration and then waiting, it's like very contradicting. Und wenn wir Beschleunigung und Warten vergleichen, dann ist es wie ein Widerspruch. Because waiting, we associate it with being slow or having delay. Denn wenn wir an Warten denken, dann denken wir daran, dass wir verspätet sind. But acceleration, we associate it with being quick, that we have it now and fast. Aber bei der Beschleunigung denken wir, dass wir es ganz schnell haben und sofort. But just like in physics, important element of our acceleration is time. Aber genauso wie in der Physik ist ein wichtiger Bestandteil die Zeit. The same way that an airplane needs to drive first in the runway before it could fly,
that is how also we accelerate in life. Genauso wie ein Flugzeug erst auf der Fahrbahn fahren muss und dann Beschleunigung aufnehmen kann. Yeah. Have you seen an airplane that it flew like that? Hast du schon mal ein Flugzeug gesehen, das einfach nach oben gestartet ist? Yeah. So God has his own timeline and his timeline is different from us. Also Gott hat seine eigene Zeit und die ist anders als unsere. It says in the Bible that 1000 days is just like one day in the Lord. Und in der Bibel steht auch 1000 Tage können bei ihm ein Tag sein. God is never in a hurry. Und Gott ist nie in Eile. God takes his time and he knows the end from the beginning. Und er nimmt sich die Zeit, weil er weiß das Ende vom Anfang. So as we learn from the life of David, he did two things while he is waiting for his acceleration to happen. Also als David wartete, hat er zwei Dinge getan. So what can we learn from the life of David as he waits? Was können wir von Davids Leben lernen, wenn er wartet? First is that David worshipped while he waited. Als erstes, David hat angebetet, als er gewartet hat. So does anyone of you have read the book of Psalms? Hat jemand schon mal den Psalmen gelesen? Yeah. 73 out of 150 Psalms are written by David. Und 73 von diesen Psalmen, von den 150 Psalmen, wurden von David geschrieben. And some of these Psalms he wrote while he was waiting. Und einige dieser Psalmen hat er geschrieben, als er wartete. You see, after David was anointed as king by Samuel, Saul was the current king, and Saul tried to kill him and hunt him. Und nachdem Samuel David gesalbt hatte als den nächsten König, war Saul immer noch König und er wollte David töten. So all this time that David is waiting for him to be the king, he is running away from Saul. Und die ganze Zeit, die er wartet, um König zu werden, läuft er vor Saul weg. Because Saul wants to kill him and prevent him from being the next king. Denn Saul wollte nicht, dass David König wird und wollte ihn töten. And most of David's beautiful psalms were written while he was running away from Saul. Und die meisten schönen Psalmen, die wir lesen können von ihm, wurden geschrieben, als er weglaufen musste. He was hiding from the caves and he was in the wilderness waiting on God. Er war in der Wüste, er musste sich verstecken und er wartete auf Gott. He was in this time of distress and discouragement. Und er war in einer sehr schwierigen Lage und war entmutigt. While waiting, David made time for God. Aber auch während des Wartens hatte er Zeit für Gott. He focused and trusted on who God is. Er hat sich darauf fokussiert, wer Gott ist. And waiting becomes easy because he knew God more. Und das Warten wird einfach, weil er Gott mehr und mehr kennt. In Hebrew, this word wait means the word kavah. Q-A-V-A-H. Im Hebräischen ist das Wort für Warten kavah. It means to wait, to hope, to look and expect. Es bedeutet zu warten, zu hoffen, zu schauen und zu erwarten. So while David was waiting, he was placing his hope in God. Also während David wartete, setzte er seine Hoffnung auf Gott. In Psalm 27, verse 14. Im Psalm 27, Vers 14. So this is one of the psalms that David wrote when running from Saul. Und das war eines der Psalmen, die David schrieb, als er vor Saul weglief. Psalm 27, verse 14, he says, wait for the Lord, be strong and take heart and wait for the Lord. Vers 14, harre des Herrn, sei getrost und unverzagt und harre des Herrn. So he is waiting for the Lord. Also er wartet auf den Herrn. He's not waiting for the acceleration. Er wartet nicht auf die Beschleunigung. He's not waiting for him to be king. Er wartet nicht darauf, König zu werden. So he's not waiting for a change in his situation. Er wartet nicht auf die Veränderung in seiner Situation. He's waiting for the Lord. Er wartet auf den Herrn. And another word, another meaning of this word kava means to gather. Gathered. Und eine andere Bedeutung von diesem hebräischen Wort bedeutet zusammenzubringen. Especially gathering strength. Um vor allem Kraft zusammenzubringen. Binding or tying something strongly together. Und etwas ganz stark zusammenzubinden. And when David says here to wait for the Lord, to be strong and take heart and wait for the Lord, he is gathering all of his strength to wait for the Lord. Und wenn David hier sagt, sei getrost und unverzagt und harre des Herrn, dann meint er auch, dass er seine Kraft zusammenziehen wird. Another psalm that David wrote is Psalm 57, verse 2. Ein anderer Psalm ist Psalm 57, Vers 2.
says here, I cry out to God Most High, to God who fulfills His purpose for me. Ich rufe zu Gott, dem Allerhöchsten, zu Gott, der meine Sache zum guten Ende führt. So even though David was tired of running from Saul, he still cried out to God. Obwohl David schon so erschöpft war vom Weglaufen, and he still believed, schrie er doch zu Gott und er glaubte weiterhin, that God will fulfill his purpose for him. Dass Gott den Zweck für ihn erfüllen wird. That God will fulfill, his promise that he will be a king. Dass Gott sein Versprechen erfüllen wird, dass er König wird. Let us gather strength. So lass uns auch die Kraft zusammentun. And be energized. Und lass uns Energie schöpfen. By the confident expectation that God is going to act. Durch die zuversichtliche Erwartung, dass Gott handeln wird. So maybe there are things in our lives that we are still waiting for the acceleration. Vielleicht gibt es Dinge in unserem Leben, auf die wir immer noch diese Beschleunigung warten. And we are, what we have discussed last week, we are positioning ourselves to accelerate. Aber so wie wir letzte Woche besprochen haben, wir positionieren uns, dass wir diese Beschleunigung aktivieren. Nothing is happening. Auch wenn es so aussieht, als würde nichts passieren. Let us always remember that God's plan is greater than our plan. Lass uns immer daran erinnert werden, dass Gottes Pläne höher sind als unsere. God's timing is always perfect. Und Gottes Zeit ist immer perfekt. And let us just focus our eyes on Him and trust Him that He is faithful to do what He has promised. Und lass uns unsere Augen auf ihn fokussieren und darauf versichert sein, dass er zu seinem Wort steht. As we wait, let us worship in the Lord. Und während wir warten, lass uns Gott anbeten. Focus on the goodness of the Lord. Und lass uns fokussiert sein auf die Güte Gottes. Focus on what He is giving you right now. Fokussier dich auf das, was er dir gerade gibt. Focus on all of the blessings that He has given you. Fokussier dich auf den ganzen Segen, der dir schon gegeben hat. Imagine you are here in Germany. Stell dir vor, du bist hier in Deutschland. You have Heizung at home. You have heating at home. You have food to eat. Du hast Essen zu Hause. You are alive every morning. Und du hast jeden Morgen ein Leben. Those simple things sometimes we take it for granted. Manchmal denken wir, diese Dinge sind selbstverständlich. And sometimes we focus on the things that we lack and we think we need. Und oft fokussieren wir uns darauf, was wir brauchen, was wir nicht haben. And when we focus on the things that we don't have, we magnify it more than the Lord. Und wenn wir uns auf das fokussieren, was wir nicht haben, dann vergrößern wir das vor dem Herrn. But you see, David did not focus on what he did not have. Aber wir sehen, David hat nicht das fokussiert, was er nicht hatte. He focused on who he has in his life. Er fokussierte sich auf den er hatte in seinem Leben. And that is God. Und das war Gott. That God is with him. Dass Gott mit ihm ist. One last Psalm that I want to read is Psalm 18. Und noch ein Vers, den ich euch zeigen möchte, ist Kapitel 18. Verse 1 to 3. Vers 1 bis 3. I love you, O Lord, my strength. The Lord is my rock, my fortress, and my deliverer. My God is my rock in whom I take refuge. He is my shield and the horn of my salvation, my stronghold. I call to the Lord, who is worthy of praise, and I am saved from my enemies. Herzlich liebe, lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke. Herr, mein Fels, meine Burg, mein Erretter. Mein Gott, mein Hort, auf den ich traue. Mein Schild und Berg meines Heils und mein Schutz. You see here that David focused on who God is. Und wir sehen, dass David sich auf das fokussiert hat, wer Gott ist. God is his rock. Gott ist sein Fels. His fortress, his deliverer. Seine Befreiung und seine Zuversicht. His refuge and shield. Seine Zufluchtsort und sein his Schild. Salvation. Seine Errettung. So let us focus on who God is in our lives. Also lass uns auf das fokussieren, wer er ist in unserem Leben. It was during those times of testing that we would learn the great faithfulness and mighty power of God. Genau in dieser Zeit von Test lernen wir die Treue Gottes. It was during those times that David learned how much God loves him and treasured him. Und genau in dieser Zeit hat auch David gelernt, wie sehr Gott ihn liebt. And he learned that God is protecting him and delivering him from his enemies. Und er lernte und wusste, dass Gott ihn bewahrt vor seinen Feinden. And sometimes the enemy also does that in our lives. Manchmal versucht der Feind das auch in unserem Leben. The same way that Saul was trying to run and kill David. Genauso wie Saul versuchte, David zu schnappen und zu töten. The enemy tries to attack us and kill our dreams.
our desires. Versucht der Teufel auch uns zu erschnappen und unsere Träume und unsere Wünsche zu zerstören. He tries to kiss our hope. Und er versucht unsere Hoffnung zu zerstören. But just like David, let us focus on the Lord. Aber genauso wie David, lass uns Fokus haben auf den Herrn. That whatever situation we are in right now, God is able to deliver us. In was auch immer einer Situation wir kommen, Gott ist fähig, uns zu befreien. Whatever God has promised you, God is able to fulfill. Und was auch immer Gott dir versprochen hat, er wird es dir geben. Whatever God has started in your life, God is able to complete it. Und was Gott auch in deinem Leben angefangen hat, wird er auch vollenden können. So let us focus on who God is. Also lass uns den Fokus setzen auf wer Gott ist. The second point that David did while waiting for his acceleration is he served God. Und der zweite Punkt, den David tat, als er wartete, war Gott zu dienen. So, I don't know about you, but for me, I don't like waiting. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich mag warten nicht. Who loves waiting here? Wer mag es zu warten? Yeah, I don't like waiting, and because I am easily bored, and yeah. Ich mag es nicht zu warten, weil ich ganz schnell Langeweile habe. But what helps me when waiting is that if I'm doing something else. Aber was mir hilft während des Wartens, ist etwas anderes zu tun. For example, I'm just in the train and yeah, waiting for me to arrive to my destination. I'm reading a book or yeah, I'm talking to my friends in the phone. Und wenn ich zum Beispiel im Zug sitze und darauf warte, endlich am Ziel anzukommen, dann kann ich ein Buch lesen oder meine Freunde telefonieren. And then, yeah, I will not notice it, but then I just arrived in my destination. Und dann habe ich es kaum bemerkt und ich bin schon am Ziel angekommen. Just like what Pastor always tell us, waiting time is preparation time. So wie Pastor uns immer sagt, die Wartenzeit ist eine Zeit der Vorbereitung. And David used this time to prepare to be a king. Und David hat auch diese Zeit genutzt, um sich vorzubereiten, ein König zu sein. At 15 years old, he's still not ready to be a king. Mit 15 Jahren war er noch nicht bereit, König zu sein. And God used this time to prove and refine his character. Und Gott hat diese Zeit gebraucht, um seinen Charakter aufzubauen. So waiting is not doing nothing, but waiting is waiting actively. Aber warten bedeutet also nicht nichts zu tun, sondern aktiv zu warten. So in the book of Samuel we see the ways how David served. Und im Buch Samuel sehen wir, wie David Gott diente. So he played harp for Saul to relieve his headaches. Er hat dann für den König Saul seine Harfe gespielt, damit er von Kopfschmerzen befreit wird. He became even the armor bearer of Saul. Er wurde sogar der Waffenträger von Saul. He led battles against the Philistines. Und er hat die Kämpfe angeführt gegen die Philister. He delivered the people from Philistines and raided the enemies of Israel. Und er hat das Volk Israel immer wieder befreit vor den Philistern. And he worked well. Und es hat, er hat viel gearbeitet. In 1 Samuel chapter 18, verse 5. In 1 Samuel 18, Vers 5. It says here, whatever Saul sent him to do, David did it so successfully that Saul gave him a high rank in the army, displeased all the people and Saul officers as well. Und David zog in den Kampf und richtete alles recht aus, wohin Saul ihn auch sandte. Und Saul setzte ihn über die Kriegsleute und es gefiel allem Volk gut und auch den großen Sauls. In the same chapter, 1 Samuel chapter 18, in verse 14, it says also, in everything he did, he had great success because the Lord was with him. Und im selben Kapitel, Vers 14 steht, und er richtete all sein Tun recht aus und der Herr war mit ihm. So, in everything that David did, he was excellent and he was successful. Also in all den Dingen, die David tat, war er exzellent und er war erfolgreich. And God has trained David to be an extraordinary king. Waiting. Während des Wartens hat Gott David dazu trainiert, exzellent zu sein. No other king in Israel was trained by God like David. Und kein anderer König wurde von Gott so vorbereitet wie David. David learned how to handle a crisis. David lernte, mit einer Krise umzugehen. How to love his enemies. Who is Saul at the time? Seine Feinde zu lieben, der zum Beispiel Saul war. How to honor authority. Und wie man eine Autorität. And how to walk humbly
before the Lord. Und vor dem Herrn in Demut zu gehen. So waiting is important. Also ist das Warten wichtig. Because it refines and trains us. Denn das Warten definiert uns neu und trainiert uns. It's it's a testing time for us to be mature in our character and faith in God. Es ist eine Zeit der Prüfung, in der wir weiter aufgebaut werden. In Galatians chapter 6 verse 9. In Galater Kapitel 6 verse 9. Vers 9. It says, let us not weary of doing good. Lass uns nicht müde werden, Gutes zu tun. Because at the right time you will reap a harvest. Denn zur richtigen Zeit wirst du eine Ernte empfangen. If you do not give up. Wenn du nicht aufgibst. So we are called to work while we wait. Also wir wurden gerufen zu arbeiten, während wir warten. And let us not be tired of doing that. Und lass uns nicht müde werden, das zu tun. Because we know that in time God will give us our harvest. Denn wir wissen genau, zur richtigen Zeit wird Gott uns die Ernte geben. So while we are waiting for our acceleration, und während wir auf die Beschleunigung warten, let us grow in the Lord. Lass uns wachsen im Herrn. Serve Him. Lass uns ihm dienen. Obey Him. Lass uns ihm gehorchen. What we are doing right now in our lives, let us do it excellently. Und was wir auch gerade tun in unserem Leben, lass uns das mit Exzellenz tun. If you are working, work at it with all your heart, as working for the Lord and not for men. Wenn du arbeitest, tu deine Arbeit mit all dem, was du kannst, und tu es für den Herrn. As you are studying, as if God is your teacher. Und wenn du zum Beispiel noch lernst, dann lerne so, als wäre der Herr dein Lehrer. Be excellent in whatever you do. Und sei exzellent in allem, was du tust. Serve God faithfully, even right now. Und diene Gott auch jetzt schon treu. And when the time is right, He will allow the acceleration to come to pass. Und wenn die Zeit dann gekommen ist, dann wird er die Beschleunigung freisetzen. Serve and worship God, even if you will have what He has promised or not. Diene und bete Gott an, und egal, ob du das bekommst, was du wolltest oder auch nicht. Serve and worship God, even until you come to the point that He is more important than what you are waiting for. Und diene Gott und bete ihn an, so sehr, dass du das nicht mehr als so wichtig erachtest, wie ihn zu haben. So God gives His promises, but He often keeps us waiting. Also Gott gibt uns Versprechen, aber oft finden wir uns in diesem Warten. But the great thing is God is with us while we wait. Das Großartige daran ist, Gott ist auch in dem Warten bei uns. And what He has for us is always worth the wait. Und was er für uns bereithält, ist immer würdig des Wartens. So what will happen if we will not wait? Was würde passieren, wenn wir nicht warten? There is a high price for not waiting. Es gibt einen hohen Preis, wenn wir nicht warten. One example is Saul. Ein Beispiel ist Saul. We can read in 1 Samuel verse 13. Wir können das nachlesen in 1. Samuel Kapitel 13. So in this chapter, Saul cannot wait for Samuel to do the offering. In diesem Kapitel konnte Saul nicht darauf warten, dass der Prophet Samuel kommt, um das Opfer zu bringen. Samuel is the prophet of the Lord, and he told Saul, wait for 7 days. Samuel war der Prophet von dem Herrn, und er sagte Saul, dass er 7 Tage warten sollte. And then I will come to you, and then you will burn an offering to the Lord. Und Samuel sagte ihm auch, und dann werde ich zu dir kommen, und dann werden wir das Opfer darbringen. But on the seventh day, aber am 7. Tag, Saul is waiting and waiting, but Samuel is not coming. Wartete Saul immer noch am 7. Tag, und der Prophet Samuel war noch nicht da. So Saul thought of himself, okay, maybe Samuel will not come, then I will do the offering myself. Und Saul dachte dann, okay, vielleicht kommt der Prophet Samuel gar nicht mehr, und ich werde das Opfer selbst bringen. And we can read in 1 Samuel chapter 13, verse 13, what Samuel said. Und wir lesen in Vers 13, was Samuel sagte. You acted foolishly, Samuel said. You have not kept the command the Lord your God gave you. If you had, you would have established your kingdom over Israel for all time. But now your kingdom will not endure. The Lord has sought out a man after his own heart and appointed him leader of his people because you have not kept the Lord's command.
Samuel aber sprach zu Saul, du hast töricht gehandelt und nicht gehalten das Gebot des Herrn, deines Gottes, das er dir geboten hat. Er hätte dein Königtum bestätigt über Israel für und für. Aber nun wird dein Königtum nicht bestehen. Der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen. Und der Herr hat ihn bestellt zum Fürsten über sein Volk, denn du hast das Gebot des Herrn nicht gehalten. Weil Saul nicht gewartet hat, God decelerated him. Hat der Herr ihn herabsteigen lassen. Instead that he is the king at the time, God wants to replace him and have another king, which is David. Anstatt Saul weiterhin den König als König zu lassen, hat er einen anderen, und zwar David, auserwählt. Yeah, so he is already on the seventh day, and actually Samuel came right after he finished the offering. Und am siebten Tag ist das passiert und Samuel kam gerade an, als Saul das Opfer schon da gemacht hat. Er hätte noch ein bisschen warten müssen. And sometimes it's like that in our lives. Manchmal ist es auch in unserem Leben so. We are there. We are almost there on the promise of God. Wir sind fast da an dem Versprechen Gottes. And then we became impatient. Und dann werden wir ungeduldig. And then we give up. Und dann geben wir auf. And then we do things on our own. Und dann tun wir die Dinge auf eigene Weise. But there is a high price for not waiting. Es gibt einen hohen Preis zu bezahlen, wenn wir nicht warten. Instead of accelerating us, God will decelerate us. Anstatt uns zu beschleunigen, wird Gott uns entschleunigen. Yeah. So those are just two points that I want to share. What we can do while waiting for our acceleration. Und das sind die zwei Punkte, die ich mit euch teilen möchte, die wir tun können, während wir warten. Let us worship God. Lass uns Gott anbeten. And let us serve God. Und lass uns Gott dienen. The way that David did. Genauso wie David es tat. You see, sometimes in our lives, God will put some areas in our lives to accelerate, where some things are just still on waiting time. Und es gibt dann in unserem Leben verschiedene Bereiche, und ein paar Bereiche werden dann sehr schnell beschleunigt, während andere immer noch im Warten sind. Yeah, I just want to share about my life. Und ich möchte euch ein bisschen aus meinem Leben erzählen. Some have already known about my testimony. Und einige von euch kennen auch mein Zeugnis. But God has accelerated some areas of my life. Und Gott hat einige Bereiche meines Lebens beschleunigt. Yeah, I'm from the Philippines, and then I just sent here by the company that I work for, and God has really blessed me in my work. Und ich komme aus den Philippinen, und die Firma, in der ich dort gearbeitet habe, hat mich hier nach Deutschland geschickt. There was a time that while I was working, I was promoted every year for 3 years. Und es gab eine Zeit, jedes Jahr wurde ich 3 Jahre lang befördert. And it's all by the grace of God. Und das ist alles durch die Gnade Gottes. So God has also accelerated me when it comes to my ministry. Und dann hat Gott mich auch beschleunigt in meinem Dienst. In the Philippines, I'm serving in my church. Und in den Philippinen, in der Gemeinde, habe ich auch gedient. In the kids and technical ministry. Bei den Kinderstunden und bei der Technik. And I'm also leading Bible study group for young women. Und ich habe auch eine Bibelstudiengruppe geleitet für junge Frauen. And God has also sent me to go to mission trips in Asia. Und Gott hat mich auch auf Missionsreisen in Asien geschickt. God has brought me to Laos, to Cambodia, Kyrgyzstan and Mongolia. Gott hat mich nach Laos, nach Kambodscha, nach Kyrgyzstan und nach Mongolia gebracht. But there are some areas in my life that I'm still waiting for God to accelerate. Aber es gibt auch einige Bereiche in meinem Leben, in der ich noch auf Gottes Beschleunigung warte. Yeah, you see, I will be honest, I am old. Also sie sagt, sie ist alt. Yeah, I'm more than 30 years old. I'm old. Ich bin über 30. And just because I want to share with you my testimony and how I apply this in my life. Und ich möchte euch einfach teilen, wie ich das in meinem Leben anwende. Yeah, and at 30 something years old, I'm still not married. Und mit 30 und irgendwas bin ich noch nicht verheiratet. Why are you laughing, Samuel? Yes, she is waiting for me.
something that I'm really waiting on the Lord. Und es ist wirklich etwas, worauf ich warte auf den Herrn. Yeah. At my age, I haven't been in a relationship yet. Und auch in meinem Alter habe ich noch keine Beziehung gehabt. In the Philippines, it's called NVSB. In den Philippinen heißt das NVSB. It means no boyfriend since birth. Das bedeutet kein Boyfriend seit der Geburt. Yeah, and that's how we term it. So haben wir einen Namen in den Philippinen. I'm the president of that club. Change of address. Ich bin der Präsident von diesem Club. Yeah, and it's an area of my life that I'm really like praying and believing God for. Und es ist ein Bereich in meinem Leben, in der ich wirklich warte und bete. And this is something that I really want God to accelerate because the time. Und ich möchte, dass Gott wirklich diese Beschleunigung bringt wegen der Zeit. Yes. This year I'm turning 33. Yeah, dieses Jahr. That's true. Dieses Jahr werde ich 33. In 2 years I'm 35. Und in 2 Jahren bin ich 35. In 7 years I'm 40. Und in 7 Jahren werde ich 40. So, yeah, so well, actually sometimes it's very discouraging. Manchmal ist es echt entmutigend. Because honestly, I can just, if I want to, I'm not Muslim, but it's very easy to find a man. Und ich möchte nicht damit angeben, aber es ist einfach für mich, einen Mann zu finden. If I want just any other man. Ich kann einfach jemanden heiraten. But if, for those who are single here, can I see your hands? If we are believing for God's best. Wenn du wirklich an das Beste von Gott glaubst. We should never ever compromise. Sollten wir nie einen Kompromiss eingehen. Because maybe we are waiting and like Saul, we are get impatient and just choose any other man. Then the right one will come and then, Denn es könnte genauso passieren wie mit Saul, der dann am Ende des Wartens ungeduldig wurde und dann sich für das Falsche entschieden hat. Yeah, and while I'm waiting for God's perfect man and God's perfect timing. Und während ich warte auf Gottes perfekten Mann für mich und die perfekte Zeit. I'm trusting the Lord. Vertraue ich Gott. Just like David, I'm choosing to worship him. Genauso wie David entscheide ich mich, Gott anzubeten. Just like David, I'm choosing to see the things that he has blessed me right now. Und genauso wie David entscheide ich mich, die Dinge zu sehen, womit Gott mich gesegnet hat. Not the thing or the person that I don't have yet. Und nicht die Dinge, die mir noch fehlen oder die Person, die mir fehlt. While waiting, I'm choosing to serve God right now. Und während ich warte, entscheide ich mich, Gott anzubeten. That whatever he asks me to do, by his grace, I will do it. Und ihm zu dienen, bei seiner Gnade. And I don't know about you. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. What is the thing that you are waiting for? Worauf du gerade wartest von Gott? Maybe you are waiting for healing. Vielleicht wartest du auf Heilung. Maybe you are waiting for salvation for your friends. Vielleicht wartest du auf Errettung für deine Freunde. Salvation for your family. Errettung für deine Familie. For your children to come here to church with you. Für deine Kinder, damit sie auch in diese Gemeinde kommen. Maybe you are waiting for that promotion at work. Vielleicht wartest du auf die Beförderung in deiner Arbeit. For that big break. Für den großen Bruch. Maybe you are waiting for financial breakthroughs. Vielleicht für den großen finanziellen Durchbruch. Or maybe you're just waiting for God's direction. Oder vielleicht what is your next step? Wartest du auf Gottes Richtung, seine Weisung, in welche Richtung du gehen sollst? I don't know your current situation right now, but we are all waiting on the Lord. Ich weiß deine Situation gerade nicht, aber wir warten alle auf den Herrn. There is already an acceleration that is for you. Es gibt schon eine Beschleunigung für dich. And this is the time that God is preparing you for that. Und das ist nur jetzt die Zeit, in der Gott dich auf diese Beschleunigung vorbereitet hat. Just like David, he has already anointed you for what he has promised for you. Genauso wie David hat er dich jetzt schon gesagt für das, was er für dich vorbereitet hat. You just need to wait for God's perfect time. Du musst for it to happen. Nur auf die perfekte Zeit von Gott warten, damit es auch geschieht. So while waiting, let us not give up. Während wir warten, lass uns nicht aufgeben. And let us make this waiting count. Und lass uns dieses Warten etwas zählen. That it will not be a waste of time. Damit es keine verschwendete Zeit ist. That we will not just let time pass us by without knowing God more or serving Him. Dass wir nicht zulassen, dass die Zeit einfach verstreicht, ohne dass wir ihm gedient haben. But let us
magnify the Lord as we wait. Sondern lass uns Gott groß machen in dem Warten. So I just want to pray for you. Ich möchte für euch beten. Father God, we praise you for you are a faithful God. Vater, wir preisen dich, denn du bist ein treuer Gott. We praise you for you are our Father in heaven. Wir preisen dich, denn du bist unser Vater im Himmel. You know the situation of my brothers and sisters. Du kennst die Situation meiner Geschwister heute. You know what's in their heart. Und du weißt, was in ihrem Herzen ist. You have given them the desires in their heart. Du hast ihnen die Wünsche in ihrem Herzen gegeben. And they are all waiting for something. Und sie warten alle auf etwas. I pray, Father, that you will give them the strength and just keep on trusting you. Ich bete, oh Herr, dass du ihnen die Kraft gibst, weiter auf dich zu warten. I pray, Father God, that you will give them the grace and the patience to wait. Und ich bete, Herr, dass du ihnen die Gnade und die Geduld gibst, zu warten und dir zu vertrauen. That they will choose to fix their eyes on you. Dass sie sich entscheiden werden, ihre Augen auf dich zu fokussieren. To trust that you are faithful. Und dass sie vertrauen werden, dass du treu bist. That what you have said, you will do. Und das, was du getan und gesagt hast, wirst du auch tun. That what you have promised, you will fulfill. Was du versprochen hast, wirst du erfüllen. Thank you, Lord, that nothing is impossible in your name. Danke, Vater, dass nichts unmöglich ist in deinem Namen. Thank you, that nothing is too hard for you. Danke, dass nichts zu schwierig ist für dich. Lord, we are believing right now. Und Herr, wir glauben an dich, oh Herr. That our acceleration will come. Dass unsere Beschleunigung kommt. That our season of acceleration is here. Dass die Zeit der Beschleunigung jetzt Thank hier you, ist. That you are preparing us, oh God. Danke, dass du uns vorbereitest. That we can handle the acceleration that you are about to do. Dass wir auch mit der Beschleunigung gut umgehen können, die du Thank uns you, gibst. Lord, that you are with us. Danke, dass du mit uns bist, oh Herr. That you are giving us the strength. Dass du uns die Kraft schenkst. That you are helping us fight our battles. Dass du uns hilfst, unsere Kämpfe zu bestreiten. That you are giving us, Lord, the grace that sustains us every day. Und dass du uns die Gnade schenkst, jeden Tag, die uns jeden Tag erhält. Lord, we trust you. Oh Herr, wir vertrauen dir. And we pray that in this season, wir beten, dass in dieser Zeit we will learn more about you. Wir mehr von dir lernen werden. We will fall more in love with you. Dass wir mehr verliebt sind in dir. We will discover more of who you are in our lives. Dass wir mehr und mehr erfahren werden, wer du bist in unserem Leben. That we will not stop to seek you, Lord. Dass wir nicht aufhören werden, dich zu suchen. We will always surrender, Lord, all of our cares to you. Wir werden alle unsere Sorgen auf dich werfen. We will not forget that you love us. Wir werden nicht vergessen, dass du uns liebst. Lord, help us to always remember how much you love us. Herr, hilf uns, dass wir erkennen, and let us focus wie du uns liebst. On his love. Und lass uns fokussiert sein auf deine Liebe. That we will be saturated with your love. Dass wir erfüllt werden von deiner Liebe. That all other things, Lord, will be just secondary anymore. Dass alles andere nur das Zweite wird. Because we have you. Weil wir dich haben. And we know, Lord God, that as we seek you, und Herr, wir wissen, wenn wir dich suchen, and your kingdom, und dein Königreich und deine Gerechtigkeit, all of these things shall be added unto us. All diese Dinge werden noch hinzugefügt werden. Lord, we surrender all of our cares to you. Herr, wir geben all unsere Sorgen zu dir. And we trust on who you are. Und wir vertrauen auf das, wer du bist. Thank you, Lord. Danke, Herr. That we can come before you boldly. Dass wir voller Mut zu dir kommen können. We can ask anything in your name. Wir können alles fragen in deinem Namen. And we know that you hear us. Und wir wissen, dass du uns hörst. And as you hear us, Lord, und während du uns hörst, oh Herr, we know that you will answer us. Wissen wir auch, dass du uns you beantwortest. Will answer our prayers. Du beantwortest unsere Gebete. You will answer the cries of our du wirst die Herzenswünsche erfüllen. Thank you, Lord. Danke, Herr. That even if acceleration is not yet here, auch wenn die Beschleunigung noch nicht da ist, we know that you are. Wissen wir, dass du da we bist. Know that you are here with wir us. Wissen, dass du hier bist mit uns. And help us to always remember that. Und hilf uns immer daran zu denken. No matter what we are going through, egal wo wir gerade hindurch you are here with us. Du bist hier mit uns. Thank you, Lord. Danke, Vater. And we love you. Wir lieben dich. In Jesus' name we pray. In Jesu Namen beten wir. Amen.